Und hallo YouTube und willkommen zur 109 der germanischen Mythologie. Und nachdem wir uns in vielen Videos Helden und Sagen aus dem skandinavischen Raum angesehen haben, geht es dieses Mal um ein Werk aus dem Reich der Franken. Es geht um das Rolandslied um den Helden Roland und Kaiser Karl dem Großen. Das Rolandslied ist nun eigentlich ein altfranzösisches Werk und stellt sowohl das älteste wie auch eines der größten der Cason der Gäste, die die Großtaten von Helden besingen, dar. Diese Heldeneben sind die älteste erzählende Gattung der französischen Literatur und das Rolandslied stammt aus dem 11. Jahrhundert. Da es auf Altfranzösisch verfasst wurde, ist es eigentlich nicht in einer germanischen, sondern in einer romanischen Sprache geschrieben. Auf der anderen Seite aber dreht sich dieses Lied um den Helden Roland und um Kaiser Karl den Großen, der als fränkischer Herrscher durchaus ein Germane war. Somit liegt ein Werk wie das Rolandslied eher am Rand eines germanischen Mythologieprojekts zu Sagen und Mythen und Legenden der Germanen. Aber ich denke, dass es durchaus doch für dieses Projekt passend ist und nicht zuletzt auch wegen der großen Bedeutung des Rolandsliedes ist es ein Ausflug in die französische Literatur wert. Nicht nur in Frankreich ist und war dieses Werk so berühmt, sondern auch in ganz Europa und auch im deutschen Raum und in Skandinavien. Bereits um 1170 wurde es von Konrad dem Pfaffen ins Mittelhochdeutsche übersetzt und mit der Saga von Karl dem Großen und seinen Kriegern auch ins Altnordische. Dieses Werk war damit im Mittelalter auch im germanischen Sprachraum weit verbreitet und gut bekannt und wurde weithin überall in Europa vorgetragen. Damit aber auch eine kleine Warnung zu meinem Vortrag hier: Ich bin nicht besonders gut darin, französische Namen auszusprechen und möchte mich vorab entschuldigen, dass ich vermutlich viele Namen in diesem Werk falsch aussprechen werde. Den historischen Hintergrund der Handlung bildet der Kriegszug von Kaiser Karl dem Großen nach Spanien im Jahr 778, wo er vor allem gegen die islamischen Herrscher dort kämpfte. Auch Roland als Held des Liedes ist historisch als Graf der bretonischen Mark bezeugt. Damit stellt dieses Heldenlied eine fiktionale und romantisierte Version von realen Ereignissen und Personen dar. Und wie stets soll es auch in meinem Video um die Präsentation der Ereignisse im Lied gehen und nicht wie sie zwingend historisch waren. Zentrale Themen des Werkes sind nun zum einen die Heldentaten von Roland und seinen Rittern und von Kaiser Karl dem Großen und zum anderen auch der Kampf gegen die Heiden, die in diesem Fall die Muslime von Al-Andalusia darstellen. Aus Sicht der christlichen Autoren des Mittelalters, zu deren Zeit die Rückeroberung Spaniens ein wichtiges Thema war, bedeutet dies vor allem ein Kampf von Gut gegen Böse. Die Muslime, die hier meist als Heiden bezeichnet werden, sind dabei immer als Ungläubige im Unrecht und der Kampf gegen sie ist Gott gewollt. Dadurch entsteht eine aus christlicher Sicht verteufelte Perspektive auf die Herrscher von Spanien zu dieser Zeit, die recht weit von der historischen Realität entfernt wäre. Seinen Beginn hat das Rolandslied nun, als Kaiser Karl der Große schon 7 Jahre lang Krieg in Spanien geführt hatte und viele Siege errungen und viele Städte erobert hatte. Nur noch die Festung von Saragossa, die der Sitz von König Marsilie war, hielt im Stand. Aber auch dieser König hatte nicht mehr genug Krieger, um das Heer der Franken zu besiegen, und so schlug ihm sein Berater vor, dass man Kaiser Karl am besten Frieden anbieten sollte. Man sollte ihm Geschenke und sogar Geiseln schicken und ihn damit davon überzeugen, sein Heer aufzulösen und ins Frankenreich zurückzukehren. König Marsilie sollte sogar versprechen, ihn dort zu besuchen, um sich taufen zu lassen. Sobald die Franken aber fort waren, sollte man alle Versprechen brechen und ignorieren. Selbst wenn dadurch die Geiseln sterben würden, wäre es das wert, um ihr Reich zu halten. Boten mit diesem Angebot wurden nun zu Kaiser Karl dem Großen geschickt, der sie in der Stadt Cortes empfing, die er gerade erobert hatte. Unter 15.000 Rittern saß er dort und war von so großer und königlicher Statur, dass man ihn sofort erkannte. Auch allgemein im Lied wird er stark gelobt und als heldenhaft und weise gezeigt und als ein hervorragender Kaiser. Beim Rat seiner Vertrauten meinte sein Neffe Roland nun, dass man König Marsilie nicht trauen dürfte und man den Kampf unbedingt fortsetzen sollte. Nach 7 Jahren wäre es an der Zeit, den Krieg mit einem Sieg zu beenden. Der Fürst Ganelon, der Schwager des Kaisers und Stiefvater von Roland war, meinte dagegen, dass man das Angebot annehmen sollte und es der einfachste Weg wäre, ganz Spanien zu erhalten und christlich zu machen. Und da der Kaiser, der schon im hohen Alter war, tatsächlich nach dem langen Kampf des Krieges müde geworden war und auch in seinem eigenen Reich viel zu regeln hatte, entschied er sich, das Angebot anzunehmen.
Als Bote, der diese Entscheidung überbringen sollte, wurde auf Rolands Vorschlag hin Ganelon geschickt, während Roland selbst nicht gehen sollte, da er als zu hitzköpfig galt und vielleicht einen Streit angefangen hätte. Ganelon war darüber wütend, dass man ihn als bloßen Boten schicken wollte, was er als eine Beleidigung sah. Und mehr noch, weil es auf Rolands Vorschlag hin geschah, den er als seinen Stiefsohn nicht leiden konnte. Er drohte Roland sogar beim Rat, der darüber aber nur lachte, was Ganelon nur noch wütender machte. Zugleich aber fürchtete er auch um sein Leben, wenn er allein zu den Heiden gehen musste, aber trotz allem folgte er dem Befehl seines Herrn und ging nach Saragossa. In seinem Hass auf Roland tat er sich dort aber bald mit dem Berater des Königs zusammen, der Roland als einen der größten Feinde und Gefahren für ihr Reich sah, und sie beschlossen, dem jungen und kriegerischen Helden den Tod zu bringen. Auch bei König Marsilia selbst stellte Ganelon Roland als einen Kriegstreiber dar, der halb Spanien als Lehen bekommen sollte und zum schrecklichen und tyrannischen Mitherrscher des Königs werden würde. Und dann schlug er dem König einen Plan vor, wie man Roland beseitigen könnte und damit auch Kaiser Karl einen entscheidenden Schlag beibringen würde. Ganelon wollte dafür sorgen, dass Roland und sein treuster Gefährte Oliver die Nachhut führen würden und diese sollten sie dann überfallen und töten. Marsilie gefiel dieser Plan und Ganelon war sogar bereit, auch den Verrat, einen Schwur zu leisten. Mit diesem neuen geheimen Plan kehrte er dann zu Kaiser Karl zurück und brachte ihm die Geschenke und die versprochenen Geiseln und er behauptete, dass so viele Krieger von Marsilie geflohen und dann im Meer in einem Sturm umgekommen seien, dass sie nichts mehr zu fürchten hätten. Mit allen Bedingungen scheinbar erfüllt und dem Feind noch weiter geschwächt, machte sich der Kaiser dann tatsächlich daran, wieder nach Hause zurückzukehren. Wie geplant schlug Ganelon Roland als Anführer der Nachhut vor und dieser nahm 20.000 Krieger und 12 seiner treuesten Freunde mit sich. Auf dem Heimweg mussten sie dann durch düstere Täler und über gefährliche Pässe reisen, während König Marsilia seine Krieger für den Hinterhalt schickte, den sie Roland bei Roncevaux legen wollten. Der Neffe des Königs und seinerseits 12 Fürsten, die hier in den Kampf zogen, schworen alle, dass sie Roland und seinen Getreuen den Tod bringen würden. Sowohl für sie wie auch für Roland und seine Ritter werden große und außergewöhnliche Kräfte beschrieben und oft sogar übermenschliche Stärke. Die heidnischen Krieger werden dabei aber stets mit negativen Eigenschaften bedacht und ihre Kräfte werden als düster und böse beschrieben. Einer der Ritter auf der Seite der Heiden soll so zum Beispiel ein böser Magier sein, der sogar schon in der Hölle gewesen war. Als sie auf die Franken zukamen, sah Oliver sie kommen. Es waren ganze 100.000 Sarazenen und er riet seinem Gefährten Roland sogleich beim Anblick der Übermacht sein berühmtes Signalhorn, den Olifant, zu blasen, um Hilfe vom Hauptheer zu rufen. Roland aber lehnte dies ab. Er meinte, er könnte diesen Feind selbst besiegen und in seinem Stolz und seinem Mut rief er nicht um Hilfe. Er glaubte mit seiner eigenen Kraft und seinem Mut und seinem mächtigen Schwert Durendal, dass es unzerstörbar galt und durch Stein und Eisen schneiden konnte, den Sieg selbst erringen zu können und er meinte, dass es eine Schande wäre, den Kaiser zu rufen für etwas, das er allein erledigen könnte. Der großen Kampfeslust von Roland hielt wie immer die Besonnenheit und Klugheit von Oliver entgegen, aber am Ende setzte sich Roland durch und die Nachhut stellte sich allein dem Feind. Diese Schlacht nimmt nur noch einen Großteil des Liedes ein und die Schlacht von Roncevaux fand auch historisch wirklich statt. Hier aber waren es eigentlich keine Muslime aus Spanien, sondern die einheimischen Basken, die die Nachhut von Kaiser Karl dem Großen am 15. August 778 angriffen. Im Rolandslied aber ist eine Schlacht zwischen Heiden aus Spanien und Christen des Frankenreichs und die Schlacht begann mit dem Schlachtruf der Franken und an ihrer Spitze stellte sich Roland in den Kampf. Als erstes traf er hier auf Aeloth, den Neffen von König Marsilie, der rief, dass sie verraten worden waren. Seinen Kampf mit Roland aber überstand er nicht und der Held durchstieß ihn mit seiner Lanze. Allgemein wird dann die Schlacht in vielen einzelnen und detailreichen Szenen beschrieben, in denen die Ritter mit Lanzen, Speeren und Schwertern aufeinandertreffen und Worte wechseln. Im Verlauf der Schlacht und des ersten Angriffs der Sarazenen töteten dann Roland und seine Gefährten viele der großen Krieger des Feindes. Neben Roland waren hier vor allem sein Gefährte Oliver und der Erzbischof Turpin die größten Kämpfer. Schließlich aber drehte sich die Schlacht doch gegen die Franken und die Übermacht begann sie zu überwältigen, besonders als König Marsilie mit noch mehr Kriegern hinzukam und den ersten Angriff verstärkte. Als die Verstärkung der Heiden hinzukam, versuchte der kriegerische Bischof Turpin einen Gegenangriff gegen sie zu führen und versprach seinen Rittern das Paradies für ihren Kampf gegen die Heiden.
Damit und mit der großen Macht von Roland und Oliver und seinen Rittern machten sie ihren Männern großen Mut, aber es reichte doch nicht aus für einen Sieg. Mehr und mehr von Rolands Gefährten fielen im zweiten Angriff und dieser stritt sich mit Oliver darum, ob sie nun den Olifanten blasen sollten oder dies eine Tat der Feigheit wäre. Turpin aber meinte dann, dass sie alle sterben würden, wenn sie nicht um Hilfe riefen. Und dies überzeugte Roland endlich und er nahm sein gewaltiges Horn und stieß in den Olifant. Das mächtige Horn schallte von den Bergen wieder und erreichte Kaiser Karl. Diesem großen Kriegssohn aber einen Ton zu entlocken, der so laut und stark war, dass er das Hauptheer erreichte, brauchte viel Kraft und strapazierte selbst den mächtigen Roland so sehr, dass ihm danach Blut übers Gesicht lief und ihm aus dem Mund tropfte. Beim Hauptheer versuchte Ganelon noch, den Kaiser davon zu überzeugen, dass es nicht wichtig wäre herauszufinden, warum Roland sein Horn geblasen hatte, aber der Kaiser eilte ihm dennoch zu Hilfe. Ganelons Verrat wurde dadurch auch aufgedeckt und er wurde gefangen genommen und sollte später seinem Urteil zugeführt werden. Unterdessen mussten Roland und seine Ritter noch weiter standhalten, aber die Verluste wurden immer größer und schließlich wurde selbst Oliver verwundet. Er begegnete in der Schlacht dem Onkel von König Marsilie, der der Herrscher von Karthago war. Dieser traf Oliver mit einem Speer in den Rücken und verwundete ihn tödlich. Noch bevor er aber zu Boden ging, traf er auch seinen Feind und tötete diesen mit einem mächtigen Schlag. Sterbend rief Oliver dann seinen besten Freund Roland an seine Seite und der Held weinte um ihn und verzweifelte beinahe bei diesem schweren Verlust. Fast alle seine großen Ritter waren nun gefallen und der Kampf schien aussichtslos. Dann aber erfüllte Roland großer Zorn und ein Durst nach Rache und mit diesem kehrte er in die Schlacht zurück. Wie wild schlug er um sich und streckte einen Feind nach dem anderen nieder. Die Sarazenen wagten es bald gar nicht mehr, ihm und seinen letzten beiden Gefährten, Bischof Turpin und dem Ritter Gautier, zu nahe zu kommen. Stattdessen umzingelten sie die Helden und warfen aus der Entfernung Speere und Pfeile auf sie. Unter diesem Hagel ging Gautier als erster zu Boden. Turpin kämpfte noch weiter, doch er verlor seinen Schild und seinen Helm, sein Pferd wurde getötet, doch er selbst, mit vier Speeren im Leib, kämpfte noch immer weiter. Roland blies da ein zweites Mal in den Olifant, und Kaiser Karl war nahe, doch die Sarazenen wollten Roland um jeden Preis töten und ihre besten 400 Ritter warfen sich auf ihn, aber Rolands Mut und Kraft und vor allem sein Zorn waren noch nicht gebrochen. Er und Turpin standen bis zum Schluss und blieben allein zurück, während die Sarazenen dann doch vor dem christlichen Heer der Franken, das nahe war, die Flucht ergriffen. In Trauer um seine Gefährten suchte Roland dann zugleich nach seinen gefallenen Freunden auf dem großen Schlachtfeld, die er dann alle zum sterbenden Bischof brachte, der ihm die letzte Ehre erwies. Vom Schmerz dieses Verlustes übermannt, fiel er selbst weinend auf die Knie. Auch Turpin erlag dann noch seinen Wunden und Roland war allein, während Kaiser Karl das Feld fast erreicht hatte. Obwohl er die Schlacht als einziger bestanden hatte, fühlte der Held seinen Tod nahe. Er hatte viele Wunden davongetragen und das zweifache Blasen des Olifanten hatte ihm viel abverlangt und hatte alle seine Kräfte aufgebraucht. Nur noch mit seinem Schwert in der einen und dem Olifanten in der anderen Hand wanderte er Richtung Spanien den Feinden nach, bis er dann auf einem nahen Berg schließlich zu Boden ging. Dort wurde er von einem Sarazenen gesehen, der sich totgestellt hatte, um dem Kampf zu entkommen. Nun, da er den gefallenen Helden sah, wollte er aber dessen großes Schwert stehlen. Als er Durendal nahm, wachte Roland aber noch einmal auf und mit seinem Horn schlug er auf den Dieb ein und tötete ihn mit einem Schlag. Da er befürchtete, weitere Feinde könnten sein Schwert finden, wollte er es zerstören. Mit all seiner noch verbliebenen Kraft schlug er auf einen Felsen damit ein, doch Durendal schnitt einfach durch den Stein hindurch und schließlich musste Roland es aufgeben und er konnte sein eigenes Schwert nicht brechen. Er blickte seinen fliehenden Feinden nach und mit Schwert und Horn in den Händen starb er auf seinem Berg. Und in jenem Moment, als Roland starb und der Erzengel Gabriel persönlich kam, um seine Seele in den Himmel zu geleiten, erreichte Kaiser Karl das Schlachtfeld. Dort fand er alles voller Leichen von Franken und Heiden vor und suchte nach Roland und seinen Gefährten, während seine Berater ihm empfielen, sogleich die Sarazenen zu verfolgen. Hier griff dann auch Gott in die Handlung ein und seine Engel sagten dem Kaiser, dass er den Feind rasch verfolgen müsste und selbst in der Nacht würde es ihm nicht an Licht fehlen. So eilte der Kaiser mit seinem Heer über das Schlachtfeld den Sarazenen nach und holte diese ein, und sie wurden allesamt besiegt. Nur König Marsilie konnte entkommen und kehrte nach Saragossa zurück, aber auch er war schwer verwundet. In seiner Heimat lag er so bald schon im Sterben,
aber einen Verbündeten hatte er noch, den er zu Hilfe rufen konnte. König Baligand von Babylon, und dieser brachte ein zweites gewaltiges Heer mit sich. Der König von Babylon wollte nun Rache an Kaiser Karl nehmen und marschierte gegen das Frankenreich. Der Kaiser unterdessen fand endlich seinen Neffen Roland und klagte und weinte um den Helden. Den Rittern und Helden wurde dann eine große Begräbnisfeier bereitet und ihre Leiber wurden gereinigt, um sie in ihre Heimat zurückzubringen. Aber gerade als sie aufbrechen wollten, erreichten die Boten von Baligand den Kaiser und sie kündigten ihren Angriff an. Ein zweites Mal mussten sich die Franken zur Schlacht rüsten. Hier werden dann im Lied eingehend die Abteilungen des Kaisers aufgezählt und woher die verschiedenen Ritter darin kommen, und es sind Krieger der Franken dabei, der Bretonen, aus Friesland und Thrakien und noch aus vielen weiteren Regionen von Europa. Das Heer aus Babylon kam dann mit Trommeln und Trompeten an und seine Krieger trugen alle reiche und große Waffen und Rüstungen. Auch für sie werden dann im Lied die verschiedenen Abteilungen und Truppen aufgezählt und es sind Krieger aus vielen Regionen von Nordafrika, dem Nahen Osten und Osteuropa dabei. Es ist hier recht eindeutig, dass einfach nur alle möglichen nichtchristlichen Völker dem bösen Heer zugerechnet wurden. Beide Seiten baten dann noch jeweils ihren Gott um Beistand und dann begann die Schlacht. König Baligand und Kaiser Karl feuerten ihre Krieger an und Ritter trafen ein weiteres Mal mit Waffen aufeinander und wieder wird beschrieben, wie sich berühmte Ritter gegenseitig treffen und erschlagen. Auf dem Höhepunkt der Schlacht trafen dann sogar Kaiser Karl und König Baligand aufeinander. Dieser war ein großer und mächtiger Krieger, während Kaiser Karl bereits ein alter Ritter geworden war. Mit einem gewaltigen Schlag schaffte Baligand es, Karl den Helm zu spalten und ihn zu verwunden. Mit dem Kaiser war aber der Erzengel Gabriel und gab ihm Kraft und führte seinen Schlag, und mit seinem nächsten Streich traf der Kaiser ebenso seinen Feind am Helm. Sein Schwert aber durchdrang nicht nur den Helm, sondern auch den Schädel, und so tötete Kaiser Karl den Anführer der Feinde. Dies brach den Mut der Babylonier und sie ergriffen die Flucht. Als die letzten Verbliebenen nach Saragossa dann zurückkehrten und die Nachricht ihrer Niederlage überbrachten, wurde König Marsilie davon so schwer getroffen, dass er auch endlich verstarb. Saragossa war damit bezwungen und Kaiser Karl nahm die Stadt ohne weitere Kämpfe ein. Ganz im Sinne des Glaubenskampfes, der im Rolandslied thematisiert wird, heißt es dann, dass Kaiser Karls Krieger alles Unchristliche in der Stadt vernichten ließen und damit war ganz Spanien besiegt und der Krieg beendet, auch wenn Roland dafür sein Leben hatte lassen müssen. Kaiser Karl kehrte dann in die Heimat und nach Aachen zurück und richtete dort noch über den Verräter Ganelon. Viele seiner Fürsten meinten, dass dieser freigesprochen werden sollte. Das Reich des Kaisers hatte mit Roland und seinen Gefährten sehr viele wichtige und mächtige Ritter verloren und Ganelon würde vielleicht doch noch als Diener wichtig und brauchbar sein. Und da man sich nicht einig werden konnte, wie gerichtet werden sollte, wurde am Ende entschieden, dass es ein Duell geben sollte, durch dessen Ausgang über Ganelons Schicksal gerichtet werden würde. Zwei Ritter traten dafür vor. Einer im Namen von Karl und einer für Ganelon. Und es gab ein großes Duell und einen großen Kampf zwischen ihnen. Am Ende dieser Auseinandersetzung unterlag Ganelons Champion und sein Urteil stand fest. Er war schuldig in den Augen Gottes und wurde hingerichtet. Dazu wurden Pferde an seinen Armen und Beinen festgebunden und er wurde von diesen gevierteilt. Auch der Verräter war damit ebenso tot wie der Held, aber Kaiser Karl hatte den Sieg errungen. Am Ende des Liedes aber spricht Gott erneut zum Kaiser und ruft ihn zu weiteren Feldzügen gegen Heiden und andere Feinde der Kirche auf. Das Thema des Glaubenskampfes, der vor allem mit den Muslimen, die als Sarazenen, Araber, Babylonier oder einfach nur Heiden bezeichnet werden und das große Feindbild darstellen, wird dadurch noch einmal unterstrichen. Diese Heiden werden als böse, hinterlistig und alles in allem übel dargestellt. Immer wieder heißt es, wenn ein Ritter in der Schlacht fällt, dass die Seelen der fränkischen Ritter in der Schlacht stets von Engeln empfangen werden, während es für die Heiden Dämonen sind, die deren Seelen mit sich zerren. Diese Darstellung, die von Christen geschrieben wurde, ist natürlich wenig historisch und sehr schwarz-weiß gedacht und dient dazu, die eigene Seite als gut darzustellen. Aber sie gibt dadurch auch einen sehr interessanten Einblick auf die Perspektive christlicher Autoren im Mittelalter auf andere Glaubensrichtungen. Zur Zeit, als das Rolandslied entstand, war die Rückeroberung Spaniens von den Muslimen ein wichtiges Thema und sie werden dadurch von den Christen hier als absolutes Feindbild dargestellt. Zugleich aber ist das Rolandslied ein beeindruckendes Stück Literatur, das zu Recht durch ganz Europa hin berühmt wurde.
Die großen Ritter und Helden darin werden stets nüchtern, aber doch beeindruckend beschrieben und auch ihre Kämpfe werden in kurzen, aber eingehenden Szenen gezeigt, die klar dafür gedacht sind, von einem Dichter vorgetragen zu werden. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen und tschüss YouTube bis nächstes Mal bei der germanischen Mythologie.